Warum steht ihr dort und ist da hin? Warum steht ihr nicht hier, wo ich stehe, und ist da dort, wo ihr steht? Ist es, weil ihr mir nichts, auch nur halbwegs Interessantes mitzuteilen habt? Oder ist es, weil ich weniger zimperlich bin und etwas mache, was ich mir gar nicht zutraue, dir noch, aber noch viel weniger zutraue, dann lieber auf der sicheren Seite ein bisschen klatschen, du später an Bart, Nase rümpfen, du denkst, was der kann, könnte ich noch lange, wenn ich es nötig hätte. Die Angsthase. Die Schlappschwänze und Hösler. Der Beckenrandschwimmer und elektrisch Zahnbürstler. Der Chefrechtgeber. Der Kajütenbett-Ungerschläfer, der Gesundheitsballhocker und Nikotinkätschgummikätscher. Hinter der Bühne würdet ihr mit pochendem Herz und zitterigen Händen vor Angst sterben. Und auf der Bühne hättet ihr eine Art Nahtoderfahrung mit eurem Geist da oben, der auf euren Körper herabschaut und Applaus gäbe es nur, weil ich mit euch verbarmen hätte. Darum steht ihr dort und ist da hier. Ihr habt keinen Mut. Und mir hat der Psychiater gesagt, ich soll meine Nahtod-Neugier hier oben befriedigen. Statt wieder sinnlos aus dem Fenster zu kommen. Als ich mich aufhängen wollte, war die Seile zu lang. Als ich mich vergiften wollte, war keine Gifteflasche, sondern ein super Abführmittel. Als ich mich auf die Schiene gelegt habe, hat der Zug vor mir angehalten, weil der Lokführer den Bahnhof verpasst hat, rückwärts hat zurückgemessen. Was hindert uns daran, mutig zu sein? Und das zu machen, was uns schon immer gereizt hat, und das zu probieren, von dem wir schon immer träumen. Wir sind jung, gesund, privilegiert, super Ausgangslage. Aber es nützt eine super Ausgangslage, wenn man sich nicht bewegt. Bewegen wir uns, retten wir die Welt, schaffen wir Frieden. Der Weltfrieden fängt ja bekanntlich der an, dass man nicht einfach nur gegen etwas ist, sondern sich für etwas einsetzt. Nicht einfach gegen Kommunisten und Faschisten und gegen Fruchtsalat, die sich als Dessert ausgeben. Sondern Flüchtlinge ein Lager bereiten, armen Siechen eine warme Mahlzeit kochen. Freunde, die jedes lustige Film auf Facebook mit «Made my day» kommentieren, Hilfe anbieten. Einem Politiker, der ausländischen Bauarbeiter den Familiennachzug verweigern, mit einem Bachstein auf ein Ringbrettchen und so sein humanistisches Denken fördern. Im Block, wo ich wohne, ist der Herr Fina aus dem 5. Stock 3 Jahre lang in die Frau Wegmüller aus dem 1. Stock verliebt gewesen, ohne dass sie es merken konnte. Am Sommerfest bei Gilmettis im Garten war fertig mit Zufriedentum und er hat sie angeredet. Vielleicht muss ich nur erwähnen, dass der Herr Fina gehörlos ist und jedes Mal verändert sich das Gesicht der Leute, wenn er anfängt zu reden, zu laut oder zu leise oder zu undeutlich. Stundenlang ist er vor dem Spiegel gestanden und hat sich Mut gemacht. Es ist Zeit, dass du deinen Traum einfährst. Und jetzt, unter einem Sternenzelt, mit einem Plastikbecher Sangria in der einen Hand und einem Plastikteller Spaghetti in der anderen, hat er seine letzte Chance vor ihrem Médecins sans Frontières-Einsatz beim Schopf gepackt und sie mit angenehmem, souveränen Wort umgarnt. Frau Wegmüller, willst du auch ein bisschen kalte Spaghetti? Heute leben sie zusammen in Guatemala, haben 14 Adaptivkinder, spielen Federball, so kann es gehen. Ich lade euch ein, hier raufzukommen. Dann erzählt ihr mir, was ihr grossartig so klein kariert zu träumen. Es ist egal, ob ihr euch verschnurrt oder rot werdet. Hauptsache, macht mal etwas Schlaues. Rettet die Welt, schafft Frieden. Esset den Apfel, ohne ihn vorher zu waschen. Rennet den abwärts rollende Rolltreppen auf. Kurbelt das Autofenster ab und hebt den Verkehrspolizisten das Blut den Vögeln entgegen. Boykottiert Firmen, die trotz steigender Gewinn Mitarbeiter entlösen. Sagt den Chefen der Welt, los, es ist im Grossen wie im Kleinen. Im globalen Miteinander wie daheim. Wer will vögeln, muss nett sein. Werdet Kajütenbett-Oberschläfer. Mit euch haben sich Götter mal etwas Gutes ausdenkt. Tut etwas, das ihr euch nicht zutraut, nur so wachsen wir.